Microphone So, activated. hallo. Hallo. Hey. Wo ist der Trikot? Weiß ich, die war schon noch da. Boah, jetzt soll ich ein Ligaspiel spielen, ey. Ich hab voll lange nicht gespielt. Letztes Spiel war mein Ligaspiel oder so? Haben wir nochmal gespielt? Nee. Nö. Also war jetzt auch schon eine Woche oder so. Habe ich mit diesem Cylon aufgehört, da? Das scheint so, ne? Also im Forum steht nicht nur beim wir immer beim Ergebnis da posten. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie mysteriös. Also ich habe mitbekommen, dass die da irgendwie miteinander über WhatsApp Kontakt hatten, also Bonzo und ja, Cylon oder wie heißt er? Und da hat er halt geschrieben, so, aber eigentlich hat er sich darüber aufgeregt, dass hier so mit dem Verein zu spielen, dass irgendwie da zu viel gemotzt wird oder so. Das wundert mich ein bisschen von ihm, das zu hören, weil, naja gut, ja, auf jeden Fall hat das eine ja mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Also ich habe das nicht ganz gerafft, was er für ein Problem hat, ehrlich gesagt. Ah, ne, ist halt so, hallo, der eine ist halt nicht so, so jeder, nicht jeder sein Ding so auch, ne? Keine Ahnung, aber... Master Tim? Jo. Boah, erstmal moin, ihr. Taschen. Ja, ich wollte dich fragen, wann du Zeit hast, weil das Problem ist nämlich, ich habe hier gerade eine mordsgeile Verbindung. Ich lag gerade mit 32 kW pro Sekunde mir erstmal die neue Origin-Version runter. Ah, 45 MB oder so, ne? Ehrlich gesagt konnte ich es nicht lesen, wie viel es war, weil es ging so schnell. Naja. Nee, steht, ja, ja, ich kenne das ja von Hause. Ja, aber hier mit... Ja, hier 17 Minuten brauern. Ja, macht gar nichts, dann spiel ich schnell einen 1-1 hier, weil ich habe tagelang nicht gezockt, ey. Hier, Kroki, komm mal ran hier. Mal 1-1 hier. Das ist gut so. 6 Minuten. Okay. Nee, ey, Kroki, du brauchst Typen da jetzt nicht trainieren. Doch, ganz ja, dringend. Weiß. Nix da. Nix da. Na, du mal schön runter. Du kannst ja, ja, ich hoffe, wir können nachher auch halbwegs vernünftig spielen, ey. Sonst muss ich mir noch vom Kollegen hier irgendwie noch so einen Verstärker noch holen. Ich bin nur so einen blöden WLAN-Stick, weißt du? Oder nicht, was heißt WLAN-Stick? Ich weiß nicht, Dinger hier, diese Surf-Sticks hier. Oha. Da ging in letzten Spiel aber mit den anderen Kollegen. Also, aber hast ja, du das ist so halt die Primetime, wo hier alle online sind. Weil hier sind so 700... Welcher Anbieter ist denn das? Ja, wir sind eines der modernen Unis der Welt, die halt kein Internet hier haben. Nee, ich meine mal, was für ein Anbieter der Surfstick ist? 1&1 wohnen. Okay. Wie bitte? Naja, ist ja noch okay so, ich hab da mal eine Erfahrung. Welcher Anbieter was ist? Ich hatte mal schlechte Erfahrungen mit dem Surfstick und O2. Aber 1&1 ist doch auch O2 Netz, oder? Ja, Netz, aber... Nee, die haben Vodafone. Ja? Ja, nee, das Problem ist einfach, das ist hier so, da ich dass ja hier kein normales Internet zur Verfügung steht, ne? Haben wir halt alle solche Surfsticks, das heißt, wir sind hier im Zimmer mit 2x2 Metern und davon ungefähr
100 Stück auf einem Fleck. Ja, gibt's ja nicht, hier ist der Verwalter teuer. Also ich kann ja jetzt schon garantieren, obwohl, okay, du lädst gerade runter, ne? Damit wie viel lädst du jetzt runter? Hm? 30 kW. Boah, wie verzögert das schon ankommt. Ich das haben wir, ne? Können wir nicht spielen. Na, ey, ich rede ja 5 Sekunden vorher. Ja, warte mal, ich geh mal drüben, der hat so ein Versteckerkabel. Dann hänge ich den, den Surfstick aus dem Fenster raus, dann geht er besser. Okay. Ja, ist so. Kann nichts machen. Ich lebe hier hinter dem Mond. Merkt das schon. Ja, das ist natürlich scheiße bei diesem Surfstick da, ne? Wenn da wirklich dann so viele da sind, ne, dann... Das ist auch bei dem neuen, bei dem LTE ja, das so, Ding ist, ne? Eigentlich das, das ist zwar schnell, aber sobald sobald das mehrere nutzen, geht das in den Keller. Also dann muss man sich das teilen sozusagen. Weil halt alle über denselben sozusagen Masten da ins Netz gehen. Ja, genau, und das ist halt hier so sehr enorm. Ja, wenn ich dann irgendwo an einem Bahnhof stehe, schrei ich mal laut alle Handys aus, ja, ich bin dran. Können die sich eine Nummer ziehen und dann geht ja mal gar nicht. Bist du gar nicht online? Ja, vor allem das Ding ist ja, wir haben ja hier eine riesen Gigabit Leitung. So. Nicht so wirklich, ne. Du bist ja auch nicht im Origin online. Okay. Ich werde mich dann wieder... Ich werde mich wieder, wenn ich's runtergeladen, ja? Jo. Hast du, hier... Hast du mich denn erfreut? Also ich sehe Mikey Nox und Papsi noch online. Dich nicht. Ja, die habe ich auch. Ja, ich habe nur Manuel und Papsi, ja. Warte mal, habe ich dich Mikey ist nicht gar nicht drin? Ich habe ja beide hier, Cyranon und Cyranos. Mit Z, ne? Ja. Ja, ist bei mir. Hä, lol. Was ist denn da los? Was ist denn los da? Origin nochmal. Sehr mysteriös. Vor allen Dingen, ich bin die ganze Zeit hier schon so, als hätte ich dich schon lange eingeladen. Warte quasi. Ah, da kommt was. Was kommt? Ja, ich hab FIFA, genau, Ultima neu gestartet und dann steht da auf einmal, sie wurden eingeladen. Ja, Leute, jetzt bin ich ja nicht mehr in dem Spiel drin. Dann machen wir nochmal. So, jetzt habe ich dich wieder eingeladen. Toll. Jetzt ist das Origin im FIFA nicht mehr. Hast du das Update denn schon gemacht da? Weiß ich nicht, weil bei mir kam nichts. Also ich habe ein Oregon Update eben gezogen. Ich hatte Oregon, wie gesagt, schon ein paar Tage nicht an. Da könnte durchaus schon was älter sein. Ah, Kroki ist jetzt online. Ja. Yeah. Ja, schon mal sinnvoll. So. Ich bleibe jetzt mal noch hier in den offenen Spiel drin, vielleicht geht das ja. Ja, ja, ich habe die Meldung auf jeden Fall hier auf dem Desktop. Zwar nicht im Spiel, aber auf dem Desktop. Mal gucken. Soll ich starten, ob das da auch immer noch so bleibt. Oh, können wir ausprobieren. Gast hinzufügen. Diese Taste ist kaputt. Ja, ich glaube, das ist halt nur lokal, glaube ich. Ne? Ja, das ist bestimmt nur für Xbox oder so und die haben die Scheiße da vergessen rauszunehmen. Idioten oder quasi umzugehen. Ich denke mal wirklich, dass es, wenn du jetzt noch einen zweiten oder dritten Controller anschließt, dass du dann da sagen kannst, hier, der soll dann rein. Ja, ist doch Müll. Ja. Ich glaube mal, rufst du bei EA an, dann fragen die dich wirklich, ob vielleicht deine Taste defekt ist. Eine Menüfunktion ohne Funktion? Das gehört bei uns nicht. Das könnte ich sowas was schreiben dazu, so, ne? Ja. Zweiten Controller anschließen oder was weiß ich. Irgendeine Meldung. Warum
nichts passiert, weil nichts passieren ist immer schlecht. Das weiß jeder kleine... Oh, guck mal, der ist ja. Ja. Ey, hast du ja jetzt hier mit deinem neuen Trainer da bei Wolfsburg, muss ja jetzt alles besser sein. Ja, ne, eigentlich müsste ich hier, hör mal, ich müsste glänzen, ne? Obwohl ich ja sage, jetzt laut schreien gegen Düsseldorf, ne, also... Ja. Ganz locker bleiben. Ja, aber trotzdem, also als wenn das halt so ist, ne, also generell ist das, dann kannst du auch eigentlich schon, die Mannschaft kannst du auch dann schon vergessen, ey. Ja, wir einfach sagen, hier, wir haben keinen Bock mehr, weil nur weil der Trainer nicht passt, ey, dann, ja, weiß ich nicht. Tja, ich, wie gesagt, ne, ist halt, ich habe ja auch so eine schöne Meinung über Magath. Scheiße, ich muss mich ja beeilen. Ja. Oh, jetzt ist wieder hier Müllzusammenstellung. Ach, der, ach, ha, guck mal, das haben sie schon mal, nee, der Helm ist immer noch nicht im... Nicht mal auf der Reserve war. Nee, der ist auch immer noch verletzt, oder? Keine Ahnung. Ist mir egal. Der muss spielen. Ey, scheiße, was muss ich denn hier nochmal machen? Genau, also bei mir hier. Bei mir hat einer Leukämie. Weiß ich nicht, ich muss auch umstellen. Gott. 5, 4, 3, 3 noch. Ich muss nachher noch mal anhalten. Ich hab, ich hab zwar alle eingewechselt, aber die Position passt noch nicht. Das ist auch so ein Schwachsinn. Also ja. Du hast so ein Online-Freundschaftsspiel und hast da voll den Zeitraum, statt zu sagen, okay, Timer, ja, damit man da nicht irgendwie Bug nutzen kann oder so. Aber vielleicht 5 Minuten oder 10, meine ich. Also, ich weiß es cool, nicht. Ja. Vor allen Dingen, weil du ja vorher auch ewig warten kannst. Nur da nicht, wo es wichtig wird, weißt du? Jetzt könntest du das Spiel anmachen, weißt du, kann jeder da erstmal in Ruhe machen. Wäre echt schöner. Naja, gut. Was willst du machen? So. Vor allen Dingen, ich weiß nicht mal, ob das sogar Einfluss jetzt auf die Spieler hat, wenn man mitten im Spiel, ne, für die ist ja mitten im Spiel jetzt, ja, was umstellt. Noch 30 Sekunden. Ja, ja, das sieht man ja hier, ne? Ach so. Hier sieht man es ja. Okay. Alles klar. War mir jetzt nicht bewusst. Oh. Keiner bewegt sich. Okay. Er ist einfach umgekippt, der hat ihn gar nicht getroffen. Ein wunderschönes Zuspiel. Oh. Es ist der Kopf. Das ist schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Balli? Und das macht das Nein. Was ist eigentlich hier abseits aussah? Ja. Ey. Geh doch mal weg jetzt. Zu spät zurück. Oh, da bremst er. Scheiße. War knapper als ich dachte. Ehrlich gesagt. Ey, geh doch hin. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen?
soeben musste er den Platz verziehen. Nein, wenn er richtig zum Ball steht, nicht. Steven Ireland. Oh, ey. Das ist die Möglichkeit, Mann. Der sah gar nicht schlecht aus im Ansatz. Boah, schade. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Nee, nee, was war denn das, Mann? Die Flanke kommt. Oh, was? Mach doch mit dem weg. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Handelfmeter. Und der Ball prallt vor ihm ab und landet im Aus. Ja, boah! Boah, wie frei der da stehen durfte. Danke. Aus dieser Ecke ist nichts geworden und der Gegner ist schon wieder im Ball. Er gräbt hinein. Ja, boah. Angst. Oh nein! Uiuiui. Oh. Glück gehabt. Was denn? Habe ich dich berührt, Entschuldigung. Mach ich nicht mehr. Boah, weg da. Ich brauch den Ball. Ja, tolle Chance. Oh, vorhin? Irre? Aber... Nein! Abseits. Ich dachte, er ist der 5-11. Darf er eigentlich gar nicht an den Ball kommen. Also, es ist ja abseits, wenn der Schiri... Abseits. Yes! Ich habe aber auch erst gedacht, abseits. Ja, ich glaube, der kam von mir ein bisschen dabei. Ja, da war ich mir nicht sicher. Ich habe gedacht, lauf einfach mal weiter. Geht doch weg, ja.
Das Tor. Nein, und ich jetzt? War ich mit 4 gegen 3 da. Hier gibt es eine Führung, aber hier ist keiner so deutlich überlegen, dass man sagen könnte, jetzt haben sie die anderen im Sack. Nein, das ist absolut Kopf an Kopf hier und wir werden noch... Das war die beste Chance. Ja, hab ich schon auch gar nicht gedacht. Nein, nein, nein! Boah, ich glaube, das war ich, oder? Nee. Nee, ui. Ich dachte, ich hätte den getroffen. Schock. Was ist das wieder für ein Ritchie-Spiel hier? Oi. Oh. Ich dachte, der erste Abseits, aber war nicht. Wo war wieder deine Handy? Handy? Ja. Nein, jetzt habe ich sie. Sich über solche präzisen Abwehraktionen. Dank von Lauer. Gut gedacht, schlecht gemacht. So sieht ein Pass aus. Ey, sag mal. Ja, schön auf dem Ball. Idiot. Der Gegner ist wieder am Ball. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Torchance entwickeln. Hier die Ballbesitzstatistik. Ach was? Ich nehme jetzt nur den Ball weg, Alter. Nein, nein, nein. So war das gar nicht. Na, so war er aber gedacht, immerhin. Gib mir Ball. Super. Das war
Mach doch nicht zu dem! Doof. Bleib stehen! Scheiße. Hui, Glück gehabt. Muss es Geld geben. Musste ich machen. Au, rot verzeihen, wa? Ah. Sicher in der Ballwand. Ach. Weg! Nein! Absturz? Nee. Oh. Doch, was? Boah, das sah aber nicht so aus. Ich wollte die Eckfahne anspielen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das war eine schöne Rede, Stolpers, aber... Oh! Und der Welt stellt der Gegner hinein. Und das macht er nicht. Oh! Ja! Ja. Ziemlich heftig. Also wenn du mich da nicht durchlässt, muss ich einfach mal schießen. Oh, der war geschossen. Eine glänzende Schusstechnik, punktgenau platziert. Steven Island. Oh, was machen die? Das sah im Ansatz so gut aus. Aber war das heftig eine schlechte Platz. Nein, was war's? Ey! Jetzt hat er das mal alleine probiert. Aber gescheitert. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Ganz gefährlich unter dem 16. Ah! Was, die war... Oh. Au, 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 au! Hast du gesehen? Attacke mit Grätsche! Vorsicht! Komm, pfeif einfach ab. Das könnte... Aua! Du bist ja ganz schön reingegangen. Oh Gott, diese Zeitspielbälle. Was für ein Klettersatz. Das war nicht mein Kopf. Lass doch laufen. Das war der verteidigende Schiri. Das war der letzte Film. Hochverdient. Jetzt haben sie gewonnen, dieses Spiel. Das gibt Selbstvertrauen. Ja, und auch jetzt muss man das doch nicht mehr umstellen, oder? Sorgt für die berüchtigte breite Brust. Ich bin mal gespannt. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Oh, noch ein Sieg ist meiner, ne? Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen. Ich befürchte, dass man das nochmal machen muss. Na, no, hier, Level up. Brauche ich. Na, ich brauche noch... Wo sind die Punkte? Bis 12.000. Mir fehlen noch 161 Punkte. Ja. Ja, muss man.
Ich hab's geschafft, noch 20 Sekunden. Ja. Diesmal wusste ich auch, wo ich hinklicken muss. Ich bin sofort wieder da, noch 12. Hast du geschafft? Ja. Auch diesmal auch mit vorher schon Formationen und so. Richtige Position. Wir hoffen auf Spannung und begrüßen Sie herzlich hier im Stadion. Frank Buschmann und Ali Breukmann, Ihre beiden Kommentatoren. Hey! Ja. Woll? Ach, nicht der Ben. Ja, okay, er ist auch nur ein, ne? Das ist hier wie Idrissou, ey. Wir haben auch nur den, sonst reißt da keiner was. Komm schon. Direkt mal so ein... Oh, ey. Oh, läuft. Ui. Der war sofort zur Stelle und konnte die Gefahr dadurch abwehren. Jetzt sieht er. Nee. Klasse geblockt. Das Spiel ohne Ball klappt. Jetzt müsste er eigentlich durch die Mitte gehen. Nein! Oh. Nein! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf nicht sein. Die richtige Dosierung. Steven Island. Ein Wunder, eine Gefahr oh. Aus dieser Entfernung. Nee. So ja nicht. Selbst von da oder? Hey! Olic, man weiß es ja vorher nie so genau, was bringt und genau so musst du als moderner Stürmer heutzutage agieren. Vorne da sein, wenn es drauf ankommt, aber auch das Aufbauspiel des Gegners unterbinden. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Jetzt eine gute Flanke. Nee. Hoffentlich ärgert er sich darüber, dass er an dieser Stelle den Ball verloren hat. Ui. Jawohl, was? Was war jetzt? Hä? Habe ich was verpasst? Ja, da oben irgendwie habe ich irgendwie festgehalten. Aha, irgendwie also, ja? Ey, was machen die? Er muss schnell entscheiden. Und er, was? Ja, was? Ja, ist vollkommen richtig. Warum nicht der Band? Aua. Aber wie schnell er wieder aufsteht, wenn man. Während dem Fallen steht er wieder auf. Das ist ein Satz. Das will ich sehen. Er bleibt in Ballbesitz. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ja. Der auch um. Klasse.
Weise, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Und jetzt startet der Kollege durch. Uah, schlecht. Ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. Und der kommt genau an. Ein sehr schöner Pass. Stephen Ireland. Ah? Nee, nee. Da oben, ne? Der mit dem Zopf, der Penner. Wer? Nein, genau warum der? Den? Ja, ich was? Warum? Was denn jetzt? Weißt du was? Lol. Ja, cool, nehme ich. Boah, krass. Ja, schön. Lauf, Junge. Zweikampf und den Ballbesitz. Das war Vorteil, sagt der Schiri. So sieht ein Pass aus. Die Situation wurde geklärt. Da freut sich der Trainer. Guck mal hin! Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Oh, okay, den doch. Oh, what? Rennt er durch mich durch, oder? Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ganz sicher hat er das gemacht. Angriff auf den Gegner. Aus? Ja, aus. Stephen Ireland. Sicher in der Ballbehandlung. Ja, er versucht wenigstens mal. Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Petrov. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Er spielt den Ball auf die Außenposition. Also mal ganz ehrlich, so willst du keinen. Was? Ja, vollkommen richtig. Ja, entscheidet auf Einwurf. Moin. Moin. So, da habe ich Ihnen eine super Leitung. Er hat das Preisausschreiben um den Ball gewonnen. Heißt das? Tja, werden wir sehen. Heute habe ich statt 34 kW 35 kW. Na dann. Ah, was machst denn du? Komm her. Hey! Was machst du jetzt? Dann muss er was? Das war doch. Ja, alles gut, alles gut. So, Controller ist on. Auf jetzt. Okay. So, Cheat eingeben, ja. Zverano besiegen. Genau. 3x X. Das wird. Wenn du soweit bist, dann sag's Bescheid, ne? Ich bin ready, weil Koki ist, glaube ich, gerade rausgeflogen. User in your channel timed out. Er kennt das irgendwie gerade nicht mein Controller, glaube ich, oder? Was? Hm. User entered your channel. Oh Mann. Oh, er kann sich ja doch hat er. Ich habe den Sieg nicht bekommen. Nicht? Nee. So. Der hat da auch irgendwie stehen gehabt, so er bewertet das Spiel noch und das hat voll lange gedauert, bis du komplett rausgeflogen bist. Und dann... Mhm. Ja. Wer muss denn einladen? Ich bin ready. Oh, muss ich nachgucken. Ich gucken. Dein Verein belegt bei Support ja...